Hallo, heute nehme ich dich einmal mit in einen Raum, den ich hier bisher noch gar nicht gezeigt habe. Und das hat seinen Grund. Gibt es bei dir zu Hause auch einen Raum, mit dem du so ganz und gar nicht zufrieden bist? Vielleicht, weil er keine richtige Funktion hat. Oder aber, weil er zu viele Funktionen auf einmal hat. Das ist jedenfalls bei uns der Fall. Spielzeuglager, Fitnessstudio, Kreativecke und Büroraum. Und das alles auf 20 Quadratmetern. Und alles durcheinander. Obwohl ich in den letzten Jahren auch hier immer wieder ausgemistet habe, herrscht nach wie vor eine gewisse Lagerhausatmosphäre. Wahrscheinlich, weil es keine klaren Abgrenzungen gibt. Bei jeder Veränderung, die du planst, solltest du dir überlegen, was du durch diese Veränderung eigentlich erreichen möchtest. Im Fall von unserem Chaosraum war es Ordnung und Struktur und vor allem klar definierte Bereiche. Im ersten Schritt habe ich nochmal ausgemistet und mir so auch einen Überblick verschafft, was überhaupt in diesem Raum bleiben sollte. Danach ging es ans konkrete Planen. Wir haben ausgemessen und überlegt, wie die neue Aufteilung aussehen könnte. Solch ein Skizzenplan, in dem man die einzelnen Möbelstücke einfach hin und her schieben kann, hilft mir dabei total. Das Zimmer hatte auch einen neuen Anstrich mehr als nötig. Daher ging es im nächsten Schritt ans Farbkonzept. Ich mag es optisch ja gern etwas ruhiger. Daher blieb es bei der weißen Wandfarbe. Im Raum standen auch bereits mehrere weiße Möbel. Das kann dann im Zusammenspiel mit weißen Wänden schnell etwas steril und kalt wirken. Warme Holztöne setzen da einen guten Gegenakzent. Übrigens, wenn du dich in einem Raum auf eine Kombination aus wenigen Farben beschränkst, sorgt das unmittelbar für optisch mehr Ruhe. Noch mehr visuelle Ordnung erhältst du auch, wenn du dich für geschlossene Aufbewahrungsmöglichkeiten entscheidest. Wenn du wie ich bereits ein offenes bzw. halboffenes Regal hast, bringst du mit einheitlichen Ordnern und durchgängigen Beschriftungen Ruhe hinein. Und die kleinen Dinge, die man so in einem Büro braucht, kannst du dort in schönen Boxen verstauen. Aber nun zurück zum Makeover. Ich bin nicht gerade die Geduldigste und würde am liebsten alles auf einmal und am besten sofort umsetzen. Aber es war schnell klar, dass dieses Projekt ein größeres wird und nicht an einem einzigen Wochenende zu bewältigen wäre. Daher haben wir uns im ersten Schritt auf die Umgestaltung des Bürobereiches konzentriert. Mein Mann und ich teilen uns diesen Arbeitsplatz, da wir selten gleichzeitig im Homeoffice sind und ich bisher sowieso lieber am Esstisch arbeitete. In den letzten Monaten war ich neben meiner Arbeit, aber auch privat sehr häufig und lang wegen YouTube am Rechner. Und mein Rücken, beziehungsweise vor allem mein Nacken, hat mir mehr als deutlich zu verstehen gegeben, dass er definitiv eine etwas ergonomischere Lösung als den Esszimmerplatz möchte. Mein Mann hat bei seiner Arbeit einen Stehschreibtisch und so haben wir in letzter Zeit immer wieder über die Anschaffung eines höhenverstellbaren Tisches für uns nachgedacht. Daher habe ich mich riesig darüber gefreut, dass uns FlexiSpot einen eben solchen ergonomischen Stehtisch zur Verfügung gestellt hat. Ich habe es schon als Kind geliebt, beim Aufbau von Möbeln zu helfen und auch heute macht mir das immer wieder sehr großen Spaß. Ich konnte dann auch nicht mehr warten, als die beiden Pakete ankamen und habe mich allein an den Aufbau gewagt. Ich sag nur, die Ungeduld. Da die einzelnen Komponenten alle sehr solide und damit schwer sind, würde ich aber empfehlen, den Tisch zu zweit zu montieren. Der eigentliche Aufbau des Tisches, das Zusammenschrauben, war dann aber wirklich kinderleicht. Und ich habe zwischendurch noch tatkräftige Hilfe bekommen. Auch das Zusammenstecken der Elektronik erfordert keine besonderen Kenntnisse. Alles ist super verständlich und klar in der Anleitung erklärt.
Das Gestell und auch die Tischplatte sind in verschiedenen Farben und Größen erhältlich. Passend zu unserem Farbkonzept und für noch etwas mehr Wärme haben wir uns für eine Kombination aus Weiß und Ahorn entschieden. Jetzt ging es ans Kabelmanagement, denn so etwas wie hier wollte ich auf keinen Fall. Eine tolle Möglichkeit sind Kabelleisten oder Kabelkörbe, die du direkt unter deinem Schreibtisch anbringen kannst. So sind die Steckleisten aus dem Blickfeld, der Boden ist frei, aber dennoch ist alles jederzeit gut erreichbar. Ich habe mich bei unserem neuen Schreibtisch allerdings für eine Kabelbox entschieden. Es gibt solche Boxen in verschiedenen Größen und Varianten. Und auch für die einzelnen Kabel habe ich ein paar Tricks für dich. Oftmals hilft nämlich schon ein kleines Stück Draht. Längere bzw. schwere Kabel lassen sich gut mit solchen Kabelbindern mit Klett bändigen. Bei unserem Flexispot-Tisch waren auch noch diese tollen selbstklebenden Kabelhalter dabei, mit denen sich die Kabel an der Tischunterseite führen lassen. Ich verlinke dir alle Sachen und auch den Schreibtisch in der Infobox. Super praktisch finde ich auch die Memory-Funktion des Tisches. Man kann sich so verschiedene individuelle Höhen einspeichern. Das ist gerade dann von Vorteil, wenn wie bei uns mehrere Personen daran arbeiten. Wenn auf deinem Schreibtisch oft ein Durcheinander herrscht und dich das stört, habe ich hier einen einfachen, aber sehr effektiven Tipp für dich. Der Trick für einen ordentlichen Schreibtisch ist, dass dort nichts anderes steht als dein Computer. Vielleicht denkst du jetzt, wie soll das denn funktionieren? Ich brauche doch das ganze Zeug. Klar brauchst du das Zeug, aber wenn du es statt auf deinem Schreibtisch, in deinem Schreibtisch, also in den Schubladen aufbewahrst, sorgt das unmittelbar für visuelle Ordnung. Wenn du aber, wie wir nun auch, einen Schreibtisch ohne Schubladen hast, dann ist eine zusätzliche Aufbewahrungsmöglichkeit in unmittelbarer Nähe die Lösung. Wichtig ist dabei, dass du drankommst, ohne von deinem Stuhl aufstehen zu müssen. Das Schönste an einer Umgestaltung finde ich immer das abschließende Dekorieren. Das verändert nochmal so viel. Pflanzen, und selbst wenn sie wie bei mir hier im Keller künstlich sind, sorgen automatisch für eine schöne Raumatmosphäre. Das Projekt Wohlfühlzimmer ist noch nicht abgeschlossen, aber mit der Umgestaltung des Bürobereichs sind wir dem Ziel schon ein großes Stück näher gekommen. Eine Fortsetzung folgt. Schön, dass du heute dabei warst. Ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst und mich bei weiteren Videos begleitest. Danke auch für deinen Daumen hoch. Und an dieser Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön an Flexispot. Den Link zu meinem höhenverstellbaren Tisch findest du wie gesagt in der Infobox. Dort habe ich dir auch die anderen Materialien verlinkt. Bis zum nächsten Mal.